So, dann herzlich willkommen zur Spätsendung von JFD Brokers, dem Live-TV-Format. Und wieder ist ein aufregender Tag zu Ende gegangen. Im DAX wurde ja ein neues Tief ausgebildet und im Dow Jones dann zum Glück nicht. Kommen wir erstmal zum DAX. Der hat heute früh knapp das zweite Kauflimit verpasst, hat nicht die Trendunterkante, ist nicht angelaufen worden und am Nachmittag prallte er wieder am Rainbow unten ab im Stundenchart. Der Tageschart sieht damit so aus, dass eben weiterhin da bei 8670 Punkten rund verläuft eben die Unterkante des großen Trendkanals und die Muster würden hier auch definitiv ein Muster vervollständigen und eine größere Gegenbewegung könnte dann eingeleitet werden. Das bleibt alles erst einmal so klar. Die Wochen Kerze, schauen wir auch noch kurz an, ist natürlich dunkelschwarz und deshalb sollte morgen ein positiver Tag werden, damit sich diese Kerze ein bisschen umdrehen kann. Natürlich werden wir, ein Wochenschlusskurs über 9100 Punkten, denke ich, ist recht unwahrscheinlich. An die 9000 Punkte wäre möglich. Lassen wir uns mal überraschen. Jedenfalls fällt eine Erholungsrallye, sage ich jetzt mal, am Freitag aus. Es sind sehr viele Konjunkturdaten, werden veröffentlicht um 8 Uhr, um 11 Uhr, um 14.30 Uhr und um 16 Uhr. Mächtig Bewegung also, und wenn man jetzt gestern schon sieht, wie sensibel die Märkte wieder auf den Ölpreis reagiert haben, da kam kurz nach 20.30 Uhr eine Meldung raus, dass die OPEC eventuell die Förderquoten eindämmen will, aber nur ein Gerücht, und schon sprang der Dow Jones um 200 Punkte nach oben. So kann das gut sein, dass morgen einige News, Gerüchte rauskommen, die einfach den Markt da nach oben katapultieren. Bayer hätte es dringend nötig. Ich fahre jetzt nur schnell durch. Bei Daimler ist eben die 55-Euro-Marke extrem wichtig. Die Allianz kam heute mächtig unter Druck. Durchstoß auch die nächste Unterstützung. Und die 122 liegt jetzt nun nicht mehr weit weg. SAP ist bärisch abgeprallt. BASF liegt genau auf einer Monatsunterstützung auf. Hier muss dieses Level halten. Also hier ist das möglich. Und Telekom ist auch alles bekannt. Bis 13,80 darf sie fallen. Die Siemens-Aktie hat noch bis 77,80 etwa Platz. Ja, dann haben wir jetzt hier alles durch, die Big 7. Hier zum S&P 500. Hat sich halten können. Ich schalte mal kurz in den Tageschart. Hier wurde das Low leicht verletzt, aber auf Tagesbasis konnte dann dieser Wert zurückerobert werden. Bei den Einzelwerten, da die Nasdaq die Indexe ausperformt hat, passt es alles soweit. Was hier noch nur auffällig ist und wieder ein kleines negatives Bild auf den Index wirft, hier die Abwärtstrendlinie, die haben wir ja eh schon besprochen gehabt hier. Da ist der Index wieder bärisch abgeprallt. So. Allerdings kann man jetzt hier schon eine recht eindeutige Marke benennen, die für einen Befreiungsschlag sorgen könnte. Ein Stundenschlusskurs über 4,30.
8200 Punkten. Das war's. Danke fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder.